In den nächsten Tagen, in diesem langen Advent, liebe Schwestern und Brüder, werden wir umfassend und ausführlich immer wieder in diesen Tagen Worte über Johannes den Täufer hören, diesen großen Patron des Advent. Und man kann zuweilen merkwürdige Sachen lesen oder hören, wie der eingeordnet wird, wie der zugeordnet wird und dass er überholt ist. Ich denke, wir sollten Jesus sehr genau zuhören, um zu verstehen, was die Botschaft des Täufers auch in unserem Advent ist. Gerade die monastischen Traditionen haben ja großen Wert auf diesen Patron gelegt, von Anfang an. In der Wüste Ägyptens und Syriens, am Beginn dieser Bewegung ebenso, wie bei den großen neuen Bewegungen oder sagen wir besser Erneuerungsbewegungen, die das Mönchtum hatte. Dazu gehören zweifellos die Väter der Zisterzienser. Und so ruft Gerrit von Nigny in seinen Adventpredigten den Sinn dessen in Erinnerung. Wenn wir heute von der Entrückung des Elia hören, wenn Jesus von Johannes als einer Fackel spricht, dann muss uns das zu denken geben, denn in diesem Lobpreis der Weisheitsliteratur aus Jesus Sirach auf den Propheten Elia ist ja zweimal vom Feuer die Rede. Einmal das, was Elia herbeifleht, wir erinnern uns an jene Stelle auf dem Berg mit den Baalspriestern, die allerhand anstellen, herumspringen, Gott weiß wie schreien, und Elia, dieser Patron der Einzigartigkeit und Einzigkeit Gottes und Einheit Gottes, sich über sie lustig macht und dieses Feuer allein erbitten kann. Aber es gibt auch die umgekehrte Bewegung, dass er in dieses Feuer hineingezogen wird, diese Wirklichkeit Gottes. Und das ist die Bewegung Johannes des Täufers von Anfang an. Dass wir hineingezogen und hineingeführt werden in das Feuer, in das Licht der Gegenwart Gottes. Gerrit von Nigny sagt in einer Predigt, wir sollen gemäß der Lehre des Apostels, im 1. Thessalonicher Brief steht das, entrückt werden auf den Wolken des Himmels, Christus entgegen. Also die Bewegung des Elia nachahmen, das ist seine letzte prophetische Botschaft, die er hinterlässt. Und alles, was Johannes tut, was er sagt, wie er sich verhält, ist in diesen Zug, in diesen Sog nach oben eingeordnet. Denn, was ist das Ziel? Der Apostel verschweigt es nicht. Wir werden entrückt auf den Wolken des Himmels Christus entgegen, so werden wir immer beim Herrn sein. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Richtung jedes Advent und des gesamten Advent unseres Lebens. Denn das ganze christliche Leben ist Advent. Wir haben in den letzten Tagen schon darüber nachgedacht. Es ist ja nicht mit Weihnachten plötzlich zu Ende. Im Gegenteil. Und wenn es christliche Denominationen gibt, etwa die sich als Adventisten bezeichnen, dann mag man das belächeln. Aber es zeigt, es legt immer einen Finger auf die Wunde, dass nämlich die Großkirche diesen Aspekt vergisst und so tut, als würde sie ewig hier bleiben und organisiert dieses und jenes und da müssen wir weit Vorsorge treffen für alles Mögliche. Ja, gewiss, muss man vielleicht alles tun, aber das Eigentliche darf man nicht aus dem Blick verlieren. Es ist wie Elia hineingesogen werden in diesen Sog des Himmels. Jede Eucharistiefeier, jede Handlung der Eucharistie beginnt mit diesem Ruf. Es ist ein adventlicher Ruf. Sursum corda, empor die Herzen. Das ist die Einordnung in diesen adventlichen Sog, den Elia vormacht und den Johannes der Täufer geht, spricht, verkündet bis zum Ende. Es fehlen so Gerrit, es fehlen uns also auch hier nicht die Wolken, die unseren Geist zu höherem emportragen sollen, wenn er nur nicht faul auf der Erde verhaftet ist.
Und so werden wir beim Herrn sein. Wenn ich mich nicht täusche, so wisst ihr aus Erfahrung, wovon ich spreche. Denn als die Wolken ihren donnernden Schall erhoben, das heißt, als die Stimmen der Propheten und Apostel in der Kirche ertönten, zu welcher Höhe wurden da, gleichsam wie auf einer Wolke, eure Sinne emporgehoben? Ja, gelegentlich wurden sie sogar noch darüber hinausgeführt, sodass sie ein ganz klein bisschen die Herrlichkeit des Herrn schauen durften.